Mach dich bereit. Bitte nicht. Was? Armes Kind. Hab ihn. Ich hab den Zahn gezogen. Raus hier. Du hast mein Kind erschreckt. Bist du noch da, Vampir? Die Zahnfee kommt. Sie sollte jeden Moment hier sein. Geh ins Bett. Träum süß, Lila. Ich kann mir das nicht anhören. Bitte hör auf. Ich fall gleich in Ohnmacht. Guten Morgen. Mein Geld. Was? Wir wurden betrogen. Nein, hier ist es doch. Mein Vermögen. Ja, ich bin reich. Niemand kümmert sich um dein Geld. Wir haben Lila verloren. Wir müssen sie so schnell wie möglich finden. Hä? Wo bin ich? Oh nein, bitte friss mich nicht. Ich tu dir nichts. Ich bin eine Fee. Hi, du bleibst bei mir. Nein, bitte, ich will zurück zur Meerjungfrau und zum Vampir. Weißt du, ich will lieber, dass du hier bist. Schau dir das an. Dein Lieblingsspielzeug Pikachu. Nein, ich will es nicht. Okay, wie wär's mit Huggy-Wuggy? Ich stehe nicht auf Spielzeug. Hast du Lust auf einen echten Huggy-Wuggy? Na gut, auf welches Spielzeug hast du ein Auge geworfen? Blöder Zauberstab. Nein. Sorry, Kleiner. Ich werde mich bessern. Ich schwör's. Es tut doch nicht mehr weh, oder? Lila, wo bist du? Lass mich durch. Lass du mich durch. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Lila? Lila, mein Geld. Hey, Vampir, was machst du da? Du solltest nach dem Kind suchen. Lila, ich rufe den Meerjungfrauen-Service an. Hi. Oh, hi. Hast du dieses Mädchen gesehen? Sorry, hab ich nicht. Bye. Hey, Vorsicht mit der Flosse. Mein Poster. Dein Fuß wird bald heilen. Ich weiß, was das Baby braucht. Ein Hund. Oh, ist der süß. Na, du? Ups. Ein Kampfhund. Mein Gesicht. Ich bring das sofort in Ordnung. Ich hab Hunger. Ich sterbe für ein... Lass mich raten. Ein Donut. Hier, komm, wir gehen in den Laden. Nimm dir einen ganzen Teller Donuts. Lass es dir schmecken. Und ich will das hier. Ich bin voll. Heilige Pickel. Ah. Hi, Doktor. Kommen Sie schnell her. Was ist das Problem? Das Kind hat einen Ausschlag von den Süßigkeiten bekommen. Verstehe. Dann lass uns die Pickel entfernen. Nein, nicht. Es gibt einen besseren Ausweg. Und warum hast du mich dann überhaupt gerufen? Damit du uns hilfst, das zu regeln. Bitte. Je mehr du isst, desto weniger bekommt das Kind zu essen. Puh, ich bin fertig. Meine Arbeit hier ist getan. Bye. Das ist zum Totlachen. Hey, Schätzchen. Weißt du, vielleicht ist das gar nicht so übel, wie es aussieht. Was ist, wenn sie glücklich mit einem Freund auf einem Regenbogen spazieren geht? Nein, wach auf. Vergiss das lieber. Sie hat einen gruseligen Zombie getroffen. Hilfe! Und er beißt sie gleich. Hör auf, Leute zu beißen und zu erschrecken. Ich rufe den Notruf an. Hallo, Officer. Unser Kind ist verschwunden. Hallo? Können Sie mich hören? Ihr Name ist Lila. Oh nein. Hey, Lila. Willst du etwas Obst? Oder Blumen? Komm, lächle doch mal. Oh, ich habe eine Idee. Willst du spielen? Kissy Missy. Nicht gucken. Kein Interesse. Immer noch kein Interesse. Und? Was sagst du? Komm schon. Sag mir, was du willst. Ich tue alles. Ich will eine Fee sein. Such dir eine Feenkrone aus. Diese hier?
Nein, auch diese nicht. Oh, cool. Perfekt. Wow. Kann ich Flügel haben? Klar doch. Hier. Juhu. Meine Flügel. Ich kann so gut mit Kindern umgehen. Jetzt kommt das Beste. Ich brauche einen Zauberstab. Klar. Ja, jetzt kann ich nach Hause gehen. Hey, Officer. Schau, hier ist ein Bild von ihr. Ups, man kann ja gar nichts mehr erkennen. Eine Sekunde. Also, lila ist süß. Blass, mit eleganten Zähnen. Sie sieht ein bisschen aus wie eine Fledermaus. Mit hypnotischen Augen. Ja, sie sieht ihr sehr ähnlich. Nein, ganz und gar nicht. Sie sieht ganz anders aus. Sie hat eine schicke Flosse, wie ein Fisch. Ein schlankes, schuppiges Bein. Flossengröße 4. So wie die? Was? Das ist nicht lila. So kann man sie nicht beschreiben. Sie hat keine Flosse. Home sweet home. Ups. Hey Fee, hier ist dein eigener Zauberstab. Kann ich etwas Feenstaub haben? Was ist mit Pollen? Na gut, ich gehe nach Hause. Lila, wo willst du hin? Rote Augen, dünne Knochen, Kiemen, Flossen. Jetzt? Nein, das sieht dir gar nicht ähnlich. Die Flosse muss weg. Sag es ihm, Meerjungfrau. Vampir, Meerjungfrau, ich bin wieder da. Oh, perfekt. Das ist ein Ebenbild unseres Babys. Dieselben Haare, dieselben Augen, das Lächeln, die Frisur, aber keine Flügel. Oh, endlich. Wer sagt's denn? Es hat geklappt. Okay, hier, ich habe sie gefunden. Der Fall ist abgeschlossen. Lila, was ist passiert? Die Fee hat mich entführt. Hä? Hey, sie hat mich mit Snacks gefoltert. Das war's. Du kannst was erleben. Was? Ein Kind? Was soll ich mit dir machen? Ich gebe es der Meerjungfrau. Meerjungfrauenbaby. Ein Feenbaby? Oh, stimmt. Ja, das war mein Werk. Das war's. Warte. Halt. Ich kümmere mich selbst um sie. Na, warte. Das ist für Lila. High five. Gut gemacht, Meerjungfrau. Du bist so ein Loser. Ich bin bereit für die zweite Runde. Was? Kleine, weine nicht wegen uns. Ich weine um einen Typen. Ich mag ihn. Oh, Liebeskummer. Bye. Spiel lieber mit Puppen. Du bist noch zu jung, um dir über Jungs Gedanken zu machen. Lasst mich in Ruhe. Ihr versteht mich nicht. Ich glaube, ich kann dir helfen. Da kommt unser Held. Hey, keine Bewegung. Das ist besser als ein Game Controller. Hier, was ist das? Das muss für dich sein. Oh, danke. Hi. Hey, ich liebe Liebesgeschichten. Niemals. Nur über meine Leiche. Sei still, Vampir. Beiß dir auf die Zunge. Bye. Unser Schätzchen ist ganz erwachsen. Komm schon, du. Lass das, Vampir. Oh, oh. Das geht so weit. Hey, mit wem soll ich jetzt spielen? What? Ich weiß. Was ist denn mit mir los? Ein Baby. Ups, ich auch. Von nun an hat Lila zwei beste Freundinnen. Kissenschlacht. Achtung. Oh, oh. Sie haben so viel Spaß beim Spielen. Das geht so weit. Mädels, ich bin dabei. Ich habe einen Splitter. Ich entferne ihn sofort. Bitte nicht. Die Finger werden mir gehören. Na gut, lasst uns Magie einsetzen. Wow, danke. Oh nein, das Bett. Ups, die Eier. Schlecht jongliert. Ich kümmere mich darum. Oh nein, nein, nein. Die Regale. Schau, ich habe einen Zauberstab. Wie findest du meine neue Frisur? Gib mir sofort den Zauberstab. Auf keinen Fall.
Du willst deinen Zauberstab zurück? Hier ist der. Oh nein, meine Magie. Das wirst du mir büßen. Ups, das habe ich nicht gewollt. Schon wieder. Oh, was ist mit mir passiert? Unser Mädchen ist erwachsen. Bin ich eine erwachsene Barbie? Der kaputte Zauberstab ist schuld. Sorry, das ist ja noch schlimmer. Und was mache ich jetzt? Hi, wo sind wir? Hi. Gut, dann muss ich eben Handmagie einsetzen. Hey, ihr geht nirgendwo hin. Oh Mann. Versteckt euch. Wo? 5? Ah! Die Kiste gehört mir. 4? Versteck dich jetzt in der Kiste. Nee, die ist komisch. Okay, dann versteck ich mich darin. 3. Ken, du siehst so gut aus. 2. Ich muss diese Runde gewinnen. Oh, das hätte ich fast vergessen. Bereit oder nicht, ich komme. Wo verstecken sie sich? Als erstes stelle ich die gleichen Würfelboxen in eine Spalte. Genau wie im Spiel Turm Turm Blitz. Hier ist es super staubig. Ich hab dich. Gib auf. Oh nein. Lasst bitte viele Likes da. Es hat geklappt. Vielen Dank. Ups. Jemand hat genießt. Mal sehen, wer das war. Ein Pfeil? Pass doch auf. Noch einer. Du gehst zu weit. Oh nein, es wird gefährlich. Da ist jemand. Die Kiste bewegt sich. Sie hat mich bemerkt. Es gibt keinen Komm. Oh, ich habe Angst. Was ist das? Ich gebe auf. Echt jetzt? Sicherheitsdienst. Bringt sie weg. Und ich werde weiterspielen. Sie ist weg. Ich kann rauskommen. Puh. Ich bin sauer. Ganz ruhig. Nicht ausflippen. Atme tief durch. Okay. Einatmen. Ausatmen. Ah! Was ist hier los? Haben wir gewonnen? Hier ist euer Preis. Glückwunsch. Wow, Geld. Was ist das? Wir haben gewonnen. Das heißt, wir sind frei. Los, lass uns gehen. So kann ich doch nicht feiern. Ich muss mich umziehen. Schon viel besser. Los geht's. Du gehst zuerst. Ich bin gleich hinter dir. Autsch, was ist das denn? Überall liegt Müll rum. Da ist ein Schild. Rette die Meerjungfrau. Vergiss es. Wir wollten gerade gehen. Wir können sie doch nicht im Stich lassen. Und ob wir das können? Sieh mal, sie ist total traurig. Wir haben das Geld. Lass uns gehen. Ich hab das Geld. Und ich sag, wir retten die Meerjungfrau. Wo wollt ihr hin? Wir retten die Meerjungfrau. Das glaub ich nicht. Ich weiß eine Lösung. Au, mein Reißzahn. Wie soll ich ohne Reißzahn weitermachen? Das ist alles deine Schuld. Du fieses Mädchen. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Ich werde mir einen Pfeil ausleihen und ich verwandle ihn in ein süßes Herz. Das ist für dich. Danke. Das ist der Schlüssel für den Raum. Aber ihr werdet ihn nicht bekommen. Ich habe Lust zu spielen. Lasst uns einen Wettbewerb machen. Wir werden Eiscreme essen. Ich liebe Wettbewerbe. Ich muss mich aber zuerst umziehen. Schon wieder. Nein, so geht das nicht. Das passt nicht. Toll, gib Gas. Immer noch nicht. Jetzt ist es perfekt. Sehr gut. Das Eis ist geschmolzen. Den Wettbewerb könnt ihr vergessen. Upsi. Ich habe noch ein paar weitere Aufgaben auf Lager. Tauziehen. Du glaubst, du kannst mich besiegen? Ah!
Ha, das wird ein Spaß. Ich liebe Tomb-Shots. Na los, komm schon. Hilf mir lieber. So lustig ist es doch nicht. Sieh, sieh. Ups, au. Ja, ich hab viel geübt. Mein Kopf. Ich behalte den Schlüssel. Du fieses Mädchen. Her mit dem Schlüssel. Nö, wir würden unser ganzes Geld dafür hergeben. Nee, ich pfeife auf euer Geld. Was hast du getan? Braucht ihr diesen Schlüssel? Dann holt ihn euch doch. Ups. So schwer ist das doch gar nicht. Mal sehen. Da ist etwas. Warum flippst du so aus? Mama sind doch gar nicht so gruselig. Hier ist der Schlüssel. Igitt. Ich bin nur hungrig. Lecker. Los geht's. Ihr kommt sowieso nicht raus. Wo ist der Schlüssel? Komm. Wo sind wir denn hier gelandet? Überraschung. Sucht ihr eine beste Freundin? Beende zuerst die nächste Challenge. Ein Tanzbattle, um die Meerjungfrau zu retten. Wir sind bereit. Fang an. Okay. Seht zu und lernt. Das ist also der Wettbewerb. Ich liebe es. Wer ist die Nächste? Los. So macht man das. Scheinwerfer. Oh nein. Das Licht ist zu hell. Hilfe. Du bist dran. Klar doch. Links, rechts, nach vorne, zurück. Schneller. Oh, ich bin zu langsam. Cut. Dieses Video ist der Hammer. Wow, das sind ganz schön viele Likes. Mein Kopf und mein Aussehen. Das darf nicht wahr sein. Ich muss es so schnell wie möglich in Ordnung bringen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ein Puppenkostüm? Falsches Outfit. Schon besser. Wo willst du denn hin? Ich versuche den Safe zu öffnen. Aber ohne das Passwort funktioniert das nicht. Hey, mach den Safe auf. Willst du das Passwort haben? Besteh erst den Test. Puste alle Kerzen aus. Kein Problem. 1, 2, 3. Ich atme tief ein. Ein Staubkorn ist mir in die Kehle geraten. Kein Problem. Ich habe alles im Griff. Tada! Wir haben das Passwort. Hier ist es. Nein, so einfach ist das nicht. Wir werden es schon schaffen. Glaub mir. Mach schon. Pass auf den Ball auf. Und los. Ich hab's mir gemerkt. Der Ball ist hier. Nein, er ist hier. Wo ist der denn? Noch ein Versuch. Ich benutze meinen Röntgenblick. Der Ball ist hier. Ich hab gewonnen. Hä? Das ist unmöglich. Das war fair. Wir haben das Passwort. Wir müssen es nur noch richtig zusammensetzen. Fertig. Weißt du es noch? Los. Moment. Wie war nochmal die Reihenfolge? Ich hab's vergessen. Elim, kommentiert das richtige Passwort unten. Sonst können wir den Safe nicht öffnen. Danke. Ihr seid unglaublich. Ihr seid aufgeflogen. Geschafft. Gut gemacht. Gib mir 5. Hi. Wo sind wir hier? Das ist die letzte Challenge. Wer als erster den Lolli aufgegessen hat, hat gewonnen.
Oh nein, ich muss mich umziehen. Schlechtes Timing. Eins, zwei, drei. Gib mir eine Sekunde. Dieser Lolli hat zu viel Zucker. Das kannst du vergessen. Fertig. Und wir haben einen Gewinner. Glückwunsch. Danke. Ich liebe es zu gewinnen. Nein. Jetzt bin ich reich. Ich werde einen tollen Preis bekommen. Ein Haufen Geld. Der Preis ist eine Adoptionsurkunde. Was? Mom. Nein. Du steckst in Schwierigkeiten, Loser. Danke, Mom. Das war lecker. Was soll's. Fang! Es macht so viel Spaß, mit dir zu spielen. Mir reicht's. Darf ich meine Lippen machen? Ah, gut. Ich mach deine. Es reicht. Was soll ich heute anziehen? Mir doch egal. Wenn das so ist, dann nehme ich das. Okay? Oh, warum ich? Noch ein Zopf. Ich halte das nicht mehr aus. Hey, wie geht's der neuen Mom? Mir reicht's. Such dir eine neue Mom. Wow. Okay. Ich will die beste Mom der Welt gewinnen. Irgendwas ist wohl schief gelaufen. Hi, Kleine. Ich bin deine neue Mom. Sind das alles meine Moms? Unsere Tochter ist verschwunden. Das ist deine Schuld. Nein, deine. Nein, das ist eure Schuld. Wir sind auf uns allein gestellt und suchen nach Josie. Josie, bist du hier? Es ist niemand in meinem Zimmer. Josie? Was? Die Menschen schmeißen ständig Müll in mein Meer. Ich muss schon wieder mein Haus aufräumen. Josie, mein Fischlein, wo bist du? Josie? Nein, das ist nicht Josie. Und im Sack ist sie auch nicht. Josie, wo bist du denn? Habt ihr eure Müll in mein Meer geschmissen? Ich habe eine Idee. Barbie, Meerjungfrau, Vampir, wir werden es auslosen. Ich? Nee. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Ich hab Glück gehabt. Weg da. Es ist Zeit für ein Barbie-Makeover. Alles, was ich brauche, ist ein ungewöhnliches Accessoire. Dieser rosa Gürtel ist perfekt. Ich werde etwas herbeizaubern. Okay. Zuerst klebe ich ein Spitzenband mit einem Herzmuster darauf. Süßes Säckchen mit Marshmallows. Perfekt. Soll ich ihn befestigen? Ich befestige das Notwendigste an meinem Gürtel. Haarnadeln, Gummibänder, Spielzeug, Snacks. So habe ich alles immer griffbereit. Ich bin die stylischste Mom. Ups, ich habe mein Kind verloren. Was? Wo bin ich? Hilfe! Hey, habt ihr dieses Mädchen gesehen? Hi. Oh, wow. Das sind eine Menge Klamotten. Ich kann es kaum erwarten, sie alle anzuprobieren. Und das. Und das. Naja. Entschuldigung. Hast du unsere Tochter gesehen? Moment. Hä? Hier. Da lang. Oh, danke. Mädels, wie sehe ich aus? Niedlich? Rosa steht mir gut. Hallo, wir suchen Josie. Ups, stimmt. Wartet, und wer bezahlt das alles? Vampire zahlen nicht. Warte. Hier, das ist Unterwassersilber. Und wir sind quitt. Die Polizei muss uns helfen. Was ist denn los? Barbie, gib ihm die Nachricht. Hier, Officer. Ist das für mich? Was? Geht in die Zelle. Und zwar sofort. Hä? Warum?
Ihr gehört hinter Gittern. Das können Sie doch nicht machen. Oh, der Fledermaus-Modus ist dann. Eine Fledermaus? Ich habe Angst vor Fledermäusen. Hilfe! Hier sind die Schlüssel. Hä? Das ist ein Zettel von der Verkäuferin. Wir haben euer Kind gekidnappt. Man hat uns reingelegt. Mach schon auf. Worauf wartest du noch? Kommt raus. Was? Die Verkäuferin ist weg. Wo ist sie? Schwarz-weiß? Da ist jemand in der Umkleidekabine. Aha, hab dich. Hey, wie geht's? Wer ist der Bösewicht? Oh, der Wednesday-Tanz. Ich stehe total auf diesen Trend. Was ist das? Wie geht's? Ich weiß, was das bedeutet. Kommt schon. Ob das klappt? Ich weiß es nicht. Was ist passiert? War ich weggetreten oder was? Warte, ich mach das schon. Ich brauche ein Stück roten Stoff. Und eine Schere. Ich schneide zwei Ovale aus. Und nähe es mit meinen Zähnen. Ein Vampir zu sein hat viele Vorteile. Komm, Schere. Ich muss perfekte Reißzähne aus weißem Schaumgummi ausschneiden. Meine süßen Zähne. Ich bin fast fertig. Jetzt lege ich einen Faden ein und ziehe ihn fest, um meine Tasche zu machen. Ich klebe die Reißzähne auf die Handtasche. Fertig. Und? Was sagt ihr? Wow, Wahnsinn. Her damit. Ihr habt meine Tasche kaputt gemacht. Wisst ihr was? So ist sie aber noch besser. Da passen meine ganzen Sachen rein. Ein schöner Müllsack. Hey, das ist kein Mülleimer. Ich packe meine Klamotten hinein. Cool. Okay, hab's kapiert. Die Tasche gehört mir. Ich nehme den Koffer. Ist das besser so? Endlich. Na los. Yay! Mädels, kommt her! Ich habe endlich eine Mülltonne gefunden. Jetzt kann ich den ganzen Meeresmüll wegwerfen. Plastik gehört hier rein. Ihr Lieben, sortiert ihr auch Müll? Kommentiert unten. Hey! Sehr gut! Es reicht! Wirf es weg und lass uns endlich gehen! Warte! Was machst du da? Nimm jetzt sofort das Plastik da raus. Okay. Hier, kümmere du dich darum. Danke. Schau mal, was ich gefunden habe. Ich weiß, es ist der andere Teil der Nachricht. Was ist das für ein Wort? Ich verstehe es nicht. Hast du eine Idee, kleine Meerjungfrau? Ihr Lieben, wir brauchen eure Hilfe. Lasst jetzt dein Like da. Bitte. Ja, wir brauchen mehr Likes, damit wir das Wort herausfinden können. Wir brauchen viele Likes. Ja, los. Ihr habt es fast geschafft. Ja, fast. Es hat geklappt. Es ist Wednesday. Aber wo ist sie? Ich weiß, wo sie ist. Vertraut mir einfach. Ich habe einen Plan. Wir brauchen verschiedene Papprollen. Ich werde sie mit Heißkleber zusammenkleben. Und mal sie blau an. Ich habe ein tolles Fernrohr gebastelt. Aber es braucht noch etwas Farbe aus meiner Meerjungfrauenpalette. So einfach ist das. Violett. Blau. Marienblau. Das Rohr wird in allen Farben des Meeres strahlen. Oh ja, jetzt müssen wir nur noch die Linse einbauen. Ich verziehe es mit Muscheln und Perlen.
Mit Fimo forme ich Saugnäpfe, damit es wie ein Oktopus aussieht. Ich muss eine Vertiefung in eine Kugel aus Fimo machen. Geschafft! Jetzt kann ich alle aus der Tiefe meines Zimmers beobachten. Mädels, kommt schnell her! Da ist Josie! Sing! Schere, Stein, Papier mit Geiseln zu spielen geht gar nicht. Hier drüben! Zeig schon! Stimmt! Halt es fest! Ich hab da eine Idee! Denke wie eine Krabbe! Fühl wie eine Krabbe! Sei eine Krabbe! Was ist das? Eine Krabbenklammer? Sing, kümmere dich darum. Autsch, meine Zähne. Die Arme. Nimm etwas Eis. Das hat wehgetan. Oh, eine Tochter zu haben, war schon immer mein Traum. Wednesday, warum so traurig? Möchtest du eine Tochter haben? Ich suche eine Mom. Willst du mit mir zeichnen? Klar! Das macht Spaß! Weißt du, was noch besser ist als das? Fechten! Bringst du mir es bei? Oh ja! Das war's! Mädels, wir können uns nicht mehr zurückhalten! Wir sollten zusammenarbeiten, um uns gemeinsam gegen Wednesday zu wehren! Rettet Josie! Seid ihr dabei? Woher hat sie denn eine Leiter? Keine Ahnung. Setzt eure Kontaktlinsen ein, Mädels. Und los geht's. Oh nein. Sie wird sie noch verletzen. Stopp. Auf dem Weg. Wir kümmern uns um den Kidnapper. Sie geht nirgendwo hin. Da liegst du aber falsch. Ha, ich habe eine Fledermaus zum Mittagessen gefangen. Seegraskraft, hilf mir! Dieses erbärmliche Gras wird mich nicht aufhalten. Sing, ich komme. Das war's. Oh oh. Ich bin dran. Na, warte. Okay. Hol die Schwerter raus. Oh, das ist schlecht. Pass auf. Du liegst am Boden. Hey, ist alles okay? Hä? Das war leicht. Wednesday, wir wollen unsere Tochter zurück. Warte. Wir können alle eine glückliche Familie sein. Vorher hatte ich nicht einmal eine einzige Mom. Und jetzt habe ich vier. Willkommen in der Familie, Wednesday.